Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. Ihr seht hier Monster der Untiefen, haben wir ein neues Event am Start. Außerdem dieses Earth Day Planetenereignis und natürlich unser Arcelon Turnier. So, drei Sachen haben wir. Wir fangen einfach mal hier an, gucken uns das einfach mal an. Hier seht ihr, wir sind in der Räuberliga auf Platz Nummer 80 geklettert. Also da bin ich natürlich erstmal mit zufrieden. Da müssen wir natürlich aber auch noch ein bisschen was drauflegen, um natürlich noch ein bisschen mehr Action zu machen. Wenn wir uns hier im zweiten Kampf die Gegner ansehen, seht ihr natürlich auf Anhieb, Halleluja, heftige Sache. Da müssen wir auf jeden Fall was tun, also mit unseren Pflanzenfressern werden wir da auf jeden Fall nicht so weit kommen, kann ich euch gleich sagen. Also da sieht es relativ mau aus, also ich würde sagen, da müssen wir mal gucken, ob wir eventuell hier noch einen neuen Pflanzenfresser irgendwie pimpen können. Also da müssten wir auf alle Fälle mal gucken. Ich würde sagen, wir checken einfach mal die Kreuzung ab und gucken da auch mal rein. So, wollen wir das gleich machen oder wollen wir erstmal gucken, wartet im Erst in diesem Monster der Untiefen Turnier auf sich hat. Was wir da machen müssen, checken wir auch gleich nochmal ab. Hier seht ihr, da haben wir auf jeden Fall gute Chancen. Da würde ich auch sagen, schlagen wir gleich mal zu. Was sagt ihr? Da brauchen wir natürlich bestmöglichen Riff-Dino. Oder einen Riff-Meeressaurier, sagen wir es einfach mal so. Dann nehmen wir den mit und nehmen den hier mit ins Boot und probieren es mit den Beinen einfach mal aus. Ich lasse mich überraschen. Gucken, ob wir es packen. Wird natürlich nicht ganz so leicht für uns, aber ich denke trotzdem haben wir hier reelle Chancen, um einen Sieg einzufahren. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los, gucken, was der Gegner macht. Ich hoffe natürlich nicht, dass er gleich mal rufgeht. Macht er zum Glück auch nicht. So können wir auf jeden Fall erstmal drei Schläge mit in die nächste Runde nehmen. Und können jetzt ganz entspannt abwarten und Tee trinken und gucken, was der Gegner macht. Da bin ich natürlich extrem gespannt. Greift er an. In der nächsten Runde werden wir sehen, müssen wir gucken. Wir blocken erstmal zwei, nehmen vier mit in die nächste Runde. Sieben Schläge hat er. So. Ho, 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 ho. Dann würde ich sagen, wir hauen keine Ruf, wir blocken 4. Wann kommt damit wie viel durch? Nee, wir hauen einfach mal 4 Ruf. Dann ziehen wir wenigstens 108er ab, weil 3 wird er blocken. So sieht's aus. Dann nehmen wir 4 mit in die nächste Runde und ich denke mal, der Gegner wird auf jeden Fall damit, also auf jeden Fall spekulieren, dass wir 4 blocken. Oh, er geht selber trotzdem nicht Ruf. Gut, okay. Dann würde ich sagen, locken wir ihn einfach nochmal raus. Wir hauen einfach nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Ruf und nehmen 3 mit in die nächste Runde. So blockt er 4. Wir haben ihn wieder mal ein 100er abgezogen. Die Lebenspunkte schrumpfen so langsam vor sich hin. Klar, der Gegner hat wieder 8 Schläge, kann jetzt natürlich aufs Ganze gehen, wenn er Bock hat. Mit 6 Heter Ruf, das heißt für uns natürlich, dass er maximal noch 2 Schläge blocken kann. Das ist natürlich monstermäßig, weil die Wahl, wir können jetzt ganz entspannt einfach mal angreifen. Alter, der Gegner sieht aber auch geil aus. Optisch, den hätte ich natürlich auch, ja, den Meeressaurier. Muss ich ehrlich sagen. So, wie gesagt, wir gehen mit alle 4, alle 7 ruf und holen uns damit auf alle Fälle den nächsten Sieg. So muss es sein, so muss es laufen. Bin natürlich gespannt, was sich im nächsten Kampf, was da auf uns wartet, werden wir uns angucken. Checken wir auf jeden Fall gleich mal gemeinsam ab. So, dann haben wir das erledigt und dann checken wir natürlich Kampf Nummer 2. Wie sieht's hier aus? Alter, was ist denn das für einer? Der Höhlen, Alter, der sieht ja geil aus. Bakulitis, okay. Trinacromerum, Alter, die haben schon geile Meeressaurier auf alle Fälle am Start. Also da müssen wir mal gucken, was da so geht. So, dann schließen wir das erstmal wieder. Dann könnten wir hier natürlich auch noch gucken, was so geht. Wie gesagt, hier im Turnier sieht's relativ nice für uns aus. Hier könnten wir natürlich auch noch gucken, was wir uns für Pflanzenfresser eventuell holen könnten. Also da bin ich gespannt. Da würde ich einfach mal sagen, gehen wir hier mal auf unsere Kreuzung und gucken einfach mal, haben wir hier schon eine Pflanzenfresser-Kreuzung, eine legendäre? Nee, nur den Stegoceratops. Das heißt für uns natürlich, da müssen wir mal hingucken, ob wir hier noch eine finden. Hier haben wir eine legendäre Flugsaurier. Okay, was haben wir dafür? Was brauchen wir da noch? Okay, das können wir uns natürlich noch nicht leisten. Dann hätten wir natürlich hier auch noch einen am Start. Das ist aber ein Fleischfresser, wa? Jo, so sieht's aus. Weiter jetzt mit dem nächsten. Was ist das, ein Ostafrikasaurus? Haben wir hier keinen Pflanzenfresser, ey? Das gibt's ja nicht. Das finde ich natürlich nicht so cool. Deshalb würde ich jetzt so einfach sagen, wir holen uns einfach mal einen Stegoceratops.
Ah, alle deine Brutkästen sind voll. Ah, bittere Sache. Dumm gelaufen, also da können wir uns nicht mehr hinholen. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen abwarten. Können wir gleich mal checken. Wie lange müssen wir noch warten? Insgesamt, doch, 12 Stunden 31 Minuten. Da seht ihr natürlich gleich, oh Mann, oh Mann. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor uns. Müssen auf jeden Fall noch eine ganze Weile warten, bis es soweit ist. So, was machen wir dann? Wir checken die nächste Sophie, aber Entwickler in Bolivien, Diplo Kaulos, um Stufe 31 zu erreichen. So, der müsste hier rumrennen. Ey, ist blöd, den haben wir schon gerade auf 31 am Start. Könnten wir den natürlich gleich noch mal ein paar Mal pimpen. Also wir haben hier 11 Stück am Start, wie ihr seht. Aber wie gesagt, die Evolution funzt sowieso erstmal noch nicht, weil das Ding ist natürlich, wir haben hier noch den Gallimimus im Training oder in der Evolution in unserem Brutlabor. Also den pimpen wir gerade auf Level Nummer 31. Dauert noch wie lange? Eine Stunde 43 Minuten. Von daher müssen wir uns da auf jeden Fall noch ein bisschen gedulden. Aber ich denke mal, damit kommen wir klar. Das kriegen wir auf jeden Fall auf die Reihe. Und dann würde ich auch sagen, checken wir erstmal hier den nächsten Kampf, gucken erstmal Monster der Untiefen, wollen wir da gleich nochmal los rinnen und zuschlagen, das ist natürlich die Frage, also wir bräuchten auf jeden Fall Oberflächensaurier, okay, Oberfläche wäre wichtig und Höhle, so, wen nehmen wir da mit, das ist natürlich auch nicht so leicht für uns, aber ich bin mir schon fast sicher, was ich mache, so, als Oberfläche nehme ich mir natürlich bup, 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 bup. Müssen wir mal gucken. Haben wir hier noch irgendwo ihn? Er hat nur 100 Lebenspunkte, das ist mau. Brauche ihn mit ein paar mehr. Das wäre auf jeden Fall wichtig für mich. So, wen nehmen wir mit? Das ist natürlich die Frage. Können nur zwei Hüllenteile nehmen, damit können wir auf jeden Fall Ujut Bambule machen, aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal den mit, Plesiosaurus, und dann gucken wir gleich nochmal rein, wen können wir eventuell noch mit in den Kampf nehmen, da werden wir auf jeden Fall einen Hüllenmeeressaurier von Vorteil, dann nehmen wir den Ammonit, würde ich sagen, und als allerletzte, was nehmen wir da, da wäre auf jeden Fall ein Hüllen. Ah ja, ich weiß es nicht, ich weiß es. Haben wir hier unten noch einen Hüllen? Dann machen wir es so, dann nehmen wir den mit. Den Dunkleos Toys und, nee, wir machen das anders. Wir nehmen den mit und den mit und probieren das jetzt einfach mal aus. Also jetzt wird es auf jeden Fall nicht so leicht für uns, aber wir werden sehen, gucken, was wir reißen können. Ich denke trotzdem, dass wir hier eine reelle Chance haben, um hier einen Sieg einzufahren. Deshalb würde ich auch sagen, legen wir erstmal los und gucken, was hier so geht, was der Gegner macht, wie er angreift und. Checken wir auf jeden Fall gleich gemeinsam ab. So, dann wechseln wir unseren natürlich hoch. Das ist natürlich Fakt. Nehmen wir den gleich mal hier. Und dann würde ich sagen, nehmen wir zwei mit in die nächste Runde. So, einen Schlag hat er noch. Was macht er? Erstmal macht er nichts. Würde ich sagen, blocken wir ihn und nehmen vier mit in die nächste Runde. So, was macht er jetzt? Ich würde sagen, wir greifen einfach mal mit vier an, nehmen vier nochmals mit in die nächste Runde. So, der blockt nicht ihn, von daher kommen wir auf alle Fälle ein paar Mal durch. Das ist natürlich optimal für uns. Klar, der Gegner weiß jetzt, er muss maximal 5 Schläge investieren, um hier mich auszuschalten. Aber ich denke, ganz ehrlich, das ist eigentlich egal, weil ich denke sowieso, dass der Gegner jetzt eventuell sowieso seine 4 Schläge blockt. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir blocken jetzt auch einfach mal 4. Und nehmen 4 mit in die nächste Runde. 3 blockt das, sorry. Zeigt natürlich jetzt ein bisschen verballert. Ah, da hätten wir auch mit 4 angreifen können. Habe ich jetzt ja nicht überlegt. Hat ja mit 5 angegriffen. Aber gut, egal. Können wir jetzt nicht ändern. Er hat erstmal nichts gemacht. Hat jetzt erstmal seinen Dino gewechselt. Da würde ich sagen, wechseln wir unseren hoch. Nehmen den hier erstmal mit ins Boot. Und greifen mit dem gleich mal 1, 2, 3, 4, 5 mal an. Nehmen 2 mit in die nächste Runde. Warten und gucken. Und der sehen natürlich gleich mal. Der Gegner hat keine Chance. Kriegt jetzt nochmal auf die Mütze. Und jetzt können wir ganz entspannt gucken. Und die Lage checken. Also wie gesagt, was soll jetzt mal anbrennen?
So, mit 4 greift er an. Das heißt für uns natürlich 2, kann er noch blocken. 6 Schläge hat er gerade gehabt. Wir haben jetzt auch 6er und kommen natürlich dadurch mit 4 durch. Holen uns auf alle Fälle den Sieg, weil die Wahl 1 Schlag würde reichen. Wir hauen alle 6er ruf, der Gegner blockt 2 Schläge und wir haben 4er ausgeteilt. Und die Katze ist aus dem Sack raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also den Sieg haben wir in der Tasche. Von daher können wir gleich mal gucken, was im nächsten Kampf auf uns wartet. Also da bin ich natürlich auch extrem gespannt. Gucken wir uns gleich gemeinsam an. Vielleicht können wir den Kampf jetzt eventuell gleich noch machen oder eventuell sagen wir, oh, vielleicht auch nicht. Machen wir am nächsten Let's Play. Checken wir einfach mal ab. Oh, 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 oh. 3 Oberflächen-Dinos. Da bräuchten wir natürlich Riff-Dinos am Start. Das wäre natürlich nobel. Aber ich glaube, ha, da sieht's nicht so gut für uns aus. Müssen wir mal gucken, was wir da so reißen können. Aber eventuell könnten wir da von dem Bienen auch noch einen mitnehmen. Aber ich würde sagen, das Sinnvollste wäre, wenn wir noch... Naja, so lange brauchen wir ja nicht warten. Ach, trotzdem würde ich sagen, scheiß drauf, machen wir im nächsten Let's Play, checken wir da die Lage. Hier werden wir natürlich auch erstmal noch ein bisschen ackern müssen, um weitere Pflanzenfresser zu bekommen. Von daher haben wir da noch gut zu tun. Hier im Turnier sieht es eigentlich relativ nice aus. Da sind wir in der Räuberliga auf Platz Nummer 80. Und hier am Ende seht ihr natürlich Kampfstufe Nummer 48 ist gerade angesagt. Wir können da den Pyroraptor freischalten. Also das wäre natürlich ohne noble Sache. Gut, wie gesagt, wir sind durch für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.